Oh, Strecken, gähnen und so weiter. Genau, Clank macht's genau richtig. Ich bin nämlich auch müde und ich müsste mich auch mal richtig schön strecken. Und ich grüße euch hiermit zurück zu einem weiteren Part unseres Let's Plays Ratchet und Clank: A Crack in Time. Episode 6 befasst sich mit der Gedanken von Clank. Und wir werden hier quasi irgendwie durch sein, ja, sagen wir mal, von seinem Vater geleitet, hier voranzukommen. Na, mal schauen. So, Wenn wir du sind ein da. kaputtes Objekt siehst, berühre es mit dem Chronozepter. Dann wird es wieder so, wie es war, bevor es kaputt gegangen ist. Na los, probier's mal. Okay. Ah. Nicht schlecht. Und ich bekomme dafür Geld. Hey, mal was anderes. Nicht immer nur kaputt machen. Wie lautet Lektion 2? Zeitmanipulation durch überlichtschnelle Partikelbeschleunigung? Nicht ganz. Ich zeige dir, wie du mit einem großen Stock Dinge schlägst. Ja, gut, ne? Gut, auf der anderen Seite, Clank hat ja noch nie irgendwie was geschwungen. Also wirklich noch nie. Ja, dann haben wir immer ein bisschen geboxt, und wieder mal hatten wir eine Pistole in der Hand, aber wir hatten noch nie ein Zepter. Zu schleichen sich Kreaturen in die Uhr ein. Ein guter Hüter schützt die Geräte um jeden Preis. Ja, aber wie funktioniert das alles? Alles zu seiner Zeit, mein Sohn. Jetzt denk mal an jemanden, dem du gerne eins überbraten würdest. Vielleicht ein Blödmann, der dir das Leben mal schwer gemacht hat. Wunderbar, oh, ja. Aber das kannst du auch noch besser. Drei Captain Sehr gut, Quarks. mein Sohn. Und jetzt lass es mal so richtig schön krachen. Okay. Chronozepter schwingen. Ich glaube, du bist bereit für mehr. Ja? Ui, hallo. Duldet, mach weiter. Nur noch ein paar. Cool. Cool, cool, cool. Oh, da kommt doch mal eine Welle. Gute Arbeit. Denen hast du gezeigt, wie die Uhr schlägt. Hast du gesehen, was ich gemacht habe? Oh je. Was hast du gemacht? Ich habe nichts gesehen, aber ist okay. Ist okay. So. Ah, da hinten scheint so langsam das Ende zu kommen. Aber ich komme in die Stimmung rein. Ja, war doch ganz gut, dass ich das alles noch in die neue Episode rein drücke. Du warst fantastisch, mein Sohn. Ich bin mir sicher, dass du dich gut um diesen Ort kümmern wirst. Aber wo willst du sein? Dies ist deine Anlage. Nein, mein lieber Junge, es ist deine Anlage. Die große Uhr und alles darin hinterlasse ich nun dir. Hüte und beschütze sie. Erfülle deine Bestimmung. XJ0461. Programmende. Okay. Na, ja, vielleicht hätte ich das doch in die letzte Episode noch mit reinschieben können. Ja, gut, okay. Schön, dich an Bord zu haben. Siegmund, was ist dem echten Orvus passiert? Er sagt, es ist geheim. Und ein Hilfshüter kann ein Geheimnis bewahren. Jawohl. Okay, warum hast du ein bisschen das Gefühl, dass du es nicht immer tust? Okay. Komm, es gibt hier einen Orientierungsraum, in dem du alles Notwendige über die große Uhr erfährst. Cartoons kannst du dir dort auch ansehen. Okay. Auch Anime? Das wäre cool. Falsche Punkte. Aufpassen, Clank! Terratropen! Terratropen sind fiese kleine Dinger. Sie leben von Quantenenergie und können deine vergangenen Ichs sehen. Der miese Überschall-Hirnwellen-Zahacker, das war absolut super. Oh Mist, ich glaube, ich war zu schnell. Aber ich bin nicht so sehr der Kämpfertyp. Alles cool. Ich finde es nur ein bisschen gruselig, dass ich dich eben gerade etwas unterbrochen habe. Naja, gut, okay. Ja, ich denke mal, wir werden schon nochmal irgendwie wieder zurückkommen. Also ich weiß, dass das auf jeden Fall irgendwie möglich war. Alles reparieren können wir dann später auch noch. Erstmal brauche ich die ganzen Upgrades. Ja. Hui. Cool. Ja, das ist definitiv schon anders nice. Okay.
Die Holobrücke ist wohl kaputt. Du musst dir einen anderen Weg suchen. Auch deine alten Ichs können Zeitbomben werfen. Aber denk daran, immer nur eine auf einmal. Das ist sicherer für dich. Sicherer? Oh, kann es sein, wenn ich in einem falschen Moment so eine Zeitbombe schmeiße und einer steht gerade zufällig da drüben auf so einer Höhe, die sich schnell bewegt, dass ich da weggefeuert werde? Das kann sein. Momentaufzeichnung initiiert. Jetzt ist jetzt die Frage, wie das Ganze hier dann funktioniert. Ich sagte, Schuschu! Weg hier! Haut ab! Verschwindet! Okay, das wird interessant. Kommt ihr auch jedes Mal wieder? Oder bleiben die jetzt weg? Momentaufzeichnung initiiert. Okay, das ist sehr gut. Ah, okay, die respawnen. Halte sie von deinem alten Ich fern! Ja. Ja, ja. Ist definitiv besser. Okay, das wird definitiv noch eine spannende Geschichte. Du wirst langsam richtig gut darin, Clank. Hyperschall-Dingensbums-Zerruppler. Ich hasse dich, Hyperschall-Hirnwellen-Zerhacker. Danke. Und ich kriege dich. Zwar nicht jetzt, aber bald, nachdem ich Karate gelernt habe. Und, ich sage nur, du ist auf meiner Liste. Okay. Sigmund? Ich glaube, er ist weg. Genau. Lauf weg. Okay, cool. Momentaufzeichnung initiiert. So. Okay, damit machen wir den runter. Momentaufzeichnung initiiert. Dann gehe ich hier hin. Oh, jetzt wird's ganz anders krank. Momentaufzeichnung initiiert. Jetzt mal runter. Und dann wieder hoch. Und dann sollte es eigentlich ausreichen. Moment, ja, das werden noch ganz interessante Setups. Cool. Mal nach oben bitte. Dankeschön. Cool. Wow, sogar Orbus hatte mal Probleme damit. Echt? Kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen. Er ist ein Zoni. Zumindest sah er so aus wie ein Zoni. Ein Zoni etwas in Jahre gekommen, aber es letztendlich ist das ein Zoni. Kanal repariert. Was? Ah, Mist. Sieht sehr knifflig aus. Computer, kannst du die Getriebe in Sektor 3 ausschalten? Negativ, aber ich drücke beide Daumen. Okay, cool. Blödes, sarkastisches, veraltetes Stück. Das habe ich gehört. Okay, das ist cool. Jetzt ist natürlich die Frage. Ich kann jetzt hier einfach komplett durchziehen. Weil ich glaube, das ist nicht ganz der Plan. Ich will erstmal wissen, was hier was macht. Der hebt das Ding nach oben, alles klar. Momentaufzeichnung initiiert. Das heißt, ich muss dann gleich hier irgendwie hoch. Momentaufzeichnung initiiert. So, jetzt hier rauf. Und dann passieren da oben Dinge. Momentaufzeichnung initiiert. Das ist jetzt nach oben? Jetzt voran. Oh, es könnte. Okay, gerade doch so. Was haben wir hier jetzt? Ah, hier öffne ich schon die Tür. Alles klar. Cool. Okay, jetzt muss ich mit dem Grünen da hoch, warten bis der läuft, weil sonst passieren Dinge. Dass man insgesamt dafür nur eine Minute Zeit hat, ist schon ein bisschen knapp bemessen. Nicht autorisierte Schallgerät in Überwachungsstation Zulu. Oh oh. Das klingt nicht gut. Okay, let's go. Das war unglaublich. Du solltest eine Erkennungsmelodie bekommen. Und ich trotte hinterher mit so. Hüter. Okay. Du bist manchmal etwas seltsam, kann das sein? Boah, na so lieben wir halt Ratchet und Clank. Der Humor ist hier wieder richtig on point. So, das hier sieht auch nach einer Arena aus. Achtung, nicht autorisierte Schallgerät nähert sich.
Vorsicht! Es ist der Hyperschall-Hirnwellenverhacker! Achtung! Nicht autorisiertes Schallgerät in Sektor 3. Ah. Okay, dann... Da kommt er! Deine Zeit ist gekommen, Hyperschall-Hirnwellenverhacker. Lass uns tanzen. Genau, lass uns tanzen. Pass auf! Er benutzt einen Schallstoß-Emitter! Okay. Ich würde ganz gerne irgendwie ein bisschen rankommen. Oh, kann ich hier verlangsamen? Okay, das ist der Schlüssel. Okay. Hey, der hält ja nicht so viel aus. Oh, oh, was macht der jetzt? Oh, oh. Na jetzt. Aber dass die hier reinkommen, ist schon gruselig. Oh, jetzt hat er schon wieder so ein Schild um. Aha. Kung-fuiere ihn? Okay, GG würde ich sagen. Du hast keine Chance. Ich zerhacke dich. Speicherpunkt. Der Hyperschall-Gehirnwellen-Zerhacker zerhackt? Das war einfach unglaublich! Meinst du, du kannst mir irgendwann mal zeigen, wie man so kämpft? Oho! Versuchen wir es nochmal! Nacht der lebenden Wobbelwesen, Akt 3, Szene 4! Alles klar, am Set! Hätte ich doch was Anständiges gelernt. Und Action! Lebend kriegst du mich nie, Quark! Die Zeit unterliegt meiner Herrschaft! Oh, störe ich vielleicht? Lawrence, ich probe für meine episch-romantische Action-Weltraum-Komödie! Mein Fehler, Sir. Ich hielt es für ratsam, Ihnen zu sagen, Clank ist unterwegs zur Orvus-Kammer. Sir. Perfekt! Der Moment, auf den ich so lange gewartet habe, ist nah. Nun, wenn es nichts mehr zu besprechen gibt. Es gäbe da noch eine Kleinigkeit. Ich habe die Fähigkeit zu leben verloren, Trent. Ach ja. Ich wurde von einem Stamm Nomaden. Ninjas verflucht, als ich ein Kind war. Ich weiß, Lance. Ich gehörte zu dem Stamm. Ach schon. Sie dürfen sich nicht in unsere Pläne einmischen. Findet sie und löscht sie alle aus. Sehr gut, Sir. Nur zur Sicherheit, würden Sie bitte die Sicherung aktivieren, damit nicht noch mehr Truppen draufgehen. Die ist nicht mal geladen, du Trottel! Hier! Ups. Nächster! Oh nein. Oh, die tun mir irgendwie leid. Oh, die Ärmsten. Ah. Und stattdessen im Wählersektor. Ratchet, Quark hier. Ich habe ein bisschen nachgeforscht und anscheinend haust Azimuth in einem stillgelegten Bergbauroboter auf Torren 4. Verstanden. Danke, Quark. Ich mache mich sofort dahin auf den Weg. Alles klar. Das hier... ja, da sehe ich schon ein paar Dinge, wo wir nicht so mal eben rankommen. Okay. Cool. Schauen wir uns erstmal um. Wir haben hier wieder diese Raumstation von Nefarius. Die müssen wir natürlich wieder ein bisschen kaputt machen. Alarmiert Dr. Nefarius. Und ich würde auch sagen, das machen wir wirklich mit als erstes dann immer, wenn wir in so einen Sektor reinkommen. Was sind denn das hier für Teile? Och, sind das Schiffe? Oder waren das Schiffe? Okay, ich muss mich mal ein bisschen konzentrieren hier, auch wenn ich massiv Schädel gerade habe. Wow. Wollte eigentlich nach links
aber okay. Ah, Brutsmar 2. Ich finde es ganz cool, dass wir hier auch gelegentlich mal wieder so einen Multiplikator reinbekommen. Auch in der Weltraumschlacht. Das finde ich schon irre. Oh, ich sehe es jetzt gerade erst. Wir haben nur noch 25 Leben. Oh Gott. Okay, 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 okay. Ich sollte mich wirklich konzentrieren hier. Ja, ich möchte mich ja weiterhin mit euch auch unterhalten. Naja, was heißt unterhalten? Ich muss euch unterhalten. Ja. Sprich, ich muss das Ganze moderieren. Es ist echt ein bisschen schwierig mit Kopfschmerzen. Und sich darauf noch zu konzentrieren, gleichzeitig zu suchten und alles. Aber ich habe Spaß dabei. Auch wenn ich Schädel habe, es lenkt ein bisschen ab. Und ich sehe das halt erstmal als positives, Bild. Kann natürlich auch anders sein. Es kommt nämlich immer auf die Stärke meiner Kopfschmerzen an. Wenn sie nämlich zu stark sind, dann ist es mal so ein bisschen, Schädel deaktiviert. Rufen Verstärkung. Okay, dann machen wir das Ding da jetzt mal kaputt. Und tschüss. Cool. Sehr schön. So, dann müsste es doch gleich noch so ein Ding geben. Ah, ist schon echt cool, dass wir hier jetzt gute Schockdüsen haben. Alarmiert Dr. Nefarius. Ja. Ja, also das kann man hier sehr gut jetzt nutzen für. Diese Episode fülle ich jetzt noch mit dieser kleinen Weltraumschlacht. Dann werde ich wahrscheinlich wieder auf dieser 4X-Plattform landen. Und bei der nächsten Episode... Ja, müssen wir mal schauen, was wir machen, weil hier gibt es ja Dinge, wo wir vielleicht noch nicht sofort rankommen. Ah, Lebensenergie ist immer gut. Ich kann sogar gegnerische Geschosse kaputt machen. Oh, und Verwundbarkeit. Okay, das ist einfach mal ein dicker Plasmaschild. Auch nicht schlecht. Oh, ich weiß jetzt gar nicht. Gab es hier auch sowas wie ein schwarzes Loch, was wir bereisen können oder drumherum reisen können? Aua. Das wäre eigentlich cool. Jetzt haben wir hier Schaden mal 2. Schilde deaktiviert. Ofenverstärkung. Oh, das ging diesmal flott. Sehr gut. Okay, dann gibt es da hinten noch so ein Ding. Ja, ich finde es ganz cool, dass wir hier so ein Mini-Radar haben. Ja. Das da hinten sieht sehr danach aus, als kämen wir noch nicht sofort dahin. Aber das können wir ja gleich mal anschauen. Ich will nämlich wissen, ob das tatsächlich so ist und wir erst noch Schiffsupgrades brauchen. Wenn das ein Schiffsupgrade ist, kann natürlich auch sein, dass mir das irgendein NPC hier gibt. Oh, schön, Kamikaze-Flieger. So, ich denke mal, jetzt können wir auch hier Dingens wieder anmachen. Radio Elektro war, glaube ich, das ganz coole. Mit den Podcasts und alles. Finde ich eigentlich ganz cool. Gerade jetzt so mit Kopfschmerzen und alles. Sowieso Moderation ein bisschen schwierig. Da kommt das eigentlich ganz cool, wenn wir hier so im Hintergrund einen kleinen Podcast laufen haben. War doch Radio Elektro, oder? Ich weiß es nicht. Werden wir ja sehen. Schilde deaktiviert. Rufen Verstärkung. Nichts mit Verstärkung hier. So. Wunderbar. Cool. So, damit sind diese Nefarius-Satelliten auch wieder Matsch. Sieg ist cool. Ich wüsste gern, ob es das irgendwie auch als Remix-Version auf YouTube so gibt. Das wäre richtig cool. Ah, vielleicht forsche ich mal danach. Mal gucken. Ah, dann ist das nämlich auch gleich erledigt. Okay, cool. So, dann ist die Raumschlacht abgeschlossen. Gut. Dann gucke ich mal da drüben bei dem Dreieck nach. Gelbes Dreieck.
Klingt nach einem Schiff, ja. So, Hallöchen. Was ist denn das hier? Sieht aus wie so eine Müllabfuhr im Weltall. Achtung, Raumschiff 3371 Alpha. Hier ist Orion. Bitte kommen. Verstanden, Orion. Hier ist Ratchet. Was gibt's für ein Problem? Raumpiraten haben mein Schiff angegriffen und meinen gravimetrischen Mordkondensator beschädigt. Ich wollte ihn mit diesen Teilen Weltraumschrott reparieren, aber mein Seil ist zu schwach. Wenn du jemanden mit einem Schiffsseil triffst, könntest du ihn hierher schicken. Ein Schiffsseil. Ja, das ist so ein Ding, was wir noch nicht haben. Deswegen können wir da noch nichts machen. Das ist nämlich genau so ein Ding, was ich nämlich meinte. Dass wir gewisse Upgrades und Geschichten erst später bekommen. Okay, die ganzen grünen Planeten und Würfel. Gut, den Würfel schaue ich mir jetzt noch an. Vela Depot. Und dann gucke ich mal da hinten den Planeten. Guten Abend. Hey. Okay, Chef, was kann ich für... Ben Kett Darling. Und ich bin Pepper Fairbanks. Fairbanks? Oh, Rüstungen. Ektoflux-Rüstung. In Kürze. Okay. Wie wir eben erfahren haben, wurde ein unbekannter Lombax im Phylax-Sektor westlich des Bregus-Nebels gesehen. Unsere leidlich begabte Pepper Fairbanks weiß mehr darüber. Danke, Kip, du abgehalfterter Ex-Star. Der Lombax wurde eben gesichtet, als Seismascanner eine Riesenexplosion im Phylax-Sektor erfassten. Die galaktischen Behörden glauben, ihr Zentrum könnte... Oh, Moment! Unser Sendeleiter hat ein Holobild des Lombax und... Oh, ist der süß! Wirklich professionell, Pepper. Sei still, Kip. Und jetzt geht es weiter in unserem Programm. Okay, cool. So, mit dem Vulat reden. Hallo, Fremder. Ich führe ein Experiment für die Vulatlina für Himmelsabnormitäten durch. Würdest du im Namen der Wissenschaft auf Kometenjagd gehen? Du brauchst nur ein schnelles Schiff und ein Seil. Ein schnelles Schiff kann ich wahrscheinlich bieten, aber ein Seil? Schwierig, ohne Bar? Ihr seht wirklich seltsam aus. Vor allem du hier links siehst etwas weird aus mit dem Hals. Warte mal, sind das bei allen so? Doch, das ist bei allen so. Ah. Das sind solche Dino-Roboter. Auch interessant. Okay, cool. Ja gut, dann würde ich sagen, machen wir das Ganze hier beim nächsten Mal schön weiter. Ich danke wieder fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!